Ja, moinsen. So, bevor wir jetzt anfangen mit Spielen, habe ich erstmal eine Neuigkeit. Und zwar habe ich eine Nachricht von EA bekommen, in der sich EA ganz, ganz dolle entschuldigt. Und da haben sie auch geschrieben, dass sie einen riesen Fehler gemacht haben mit den Servern und sowas, weil es ja am Anfang das Problem gab, dass sich sehr wenige und auch sehr schwierig Leute bei dem Spiel anmelden konnten, um es überhaupt zu spielen. So, das haben sie jetzt behoben und als kleines Dankeschön, was heißt kleines Dankeschön, als Dankeschön dafür, dass wir Leute, wir Fans und Zocker weiterhin das Spiel spielen und so viel Feedback gegeben haben, gibt es von EA Spiele gratis. Und zwar geht das Ganze so. Wenn man sich jetzt SimCity gekauft hat und das Ganze vor dem 25.03.2013 auf Origin aktiviert hat, kann man über die Plattform Origin sich Spiele runterladen. Also ein Spiel darf man sich dann aussuchen, welches man gratis sich runterladen kann. Und zwar geht das so. Also, ihr kauft euch jetzt das Spiel oder ihr habt das Spiel schon. Aktiviert das auf Origin oder habt das auch schon getan. Gut. Dann geht ihr einfach wieder auf Origin, meldet euch da an und da wird denn ich weiß jetzt gar nicht, ab Donnerstag, den 21. glaube ich, oder 22. Jedenfalls gibt es da denn ein Button oder Weiterleitung zu diesem Angebot. Da steht denn da, hier zu Gratis-Spielen und tralala, und habt ihr nicht gesehen. Dann klickt ihr da drauf und da sind dann verschiedene Spiele aufgeführt, die ihr euch runterladen könnt. Da ist zum Beispiel Battlefield 3 dabei, da ist dabei Medal of Honor, Warfighter ist dabei, dann ist dabei Dead Space 3, Need for Speed, Most Wanted, das neue ist dabei. Und ich weiß nicht, was noch alles. Also ich werde es auf jeden Fall machen. Ich werde mir erstmal schön Dead Space runterzerren. Weil das ist eigentlich das Spiel, was mich am meisten interessiert. Und wenn man das gratis kriegt, warum nicht, ne? Also ich kann es bloß wirklich jedem empfehlen. Ich finde das auch richtig klasse von EA, dass sie das machen. Als kleine Entschädigung dafür. Ja, das war jetzt die Neuigkeit. Also, wer das Spiel hat oder wer das Spiel unbedingt haben will, meldet es vor dem 25.03.2013 an. Weil, wenn man danach anmeldet, geht das nicht mehr. Das ist die Frist. Bis dahin muss das da angemeldet sein und dann kriegt er das. Jo, und das Ganze geht, glaube ich, bis 1.4. oder bis 30.03. dieses Jahres 2013. Bis dahin könnt ihr euch denn so ein Spiel da halt runterladen. Gut, dann habe ich noch eins, nicht wundern, dass ich alles ohne Musik spiele jetzt, weil es gibt da so ein paar Probleme mit den scheiß Urheberrechten, mit der Musik und so, und darum spiele ich jetzt ohne Musik, damit ich diese Probleme nicht mehr habe. Okay, das war's, was ich noch quatschen wollte, euch so mitteilen wollte. Gut, dann werden wir jetzt mal wieder ein bisschen rumdaddeln und unsere Städte weiter ausbauen. Dann mache ich mal Pausenmodus aus. So, schick. Und dann geht's mal los. Wir haben ja uns letztens hier die Straße hochgebaut. In der anderen Stadt, in unserer Industriestadt, haben wir schon einen Bahnhof. Jetzt brauchen wir hier bloß noch einen Bahnhof, damit wir auch da hinkommen. Besser sagt unsere Arbeiter, damit mal hier der ganze Stau etwas entlastet wird. Wie ich aber noch sehe, haben wir ein kleines Wasserproblem. Jo. Wasser kommt sehr wenig an, da werden wir erstmal schnell ratzefatz. Oh, ey, ich drehe immer in die falsche Richtung. Ganz schnell mal hier wieder rüber gehen. Und dann mal gucken, was mit dem Wasser los ist. Das kann ja wohl nicht sein. So, und da sind wir schon. Unsere kleine Industriestadt wächst und wächst und wächst und wächst. Oh, ey. Ja, ein bisschen, komm. So. Was haben wir denn hier für Probleme mit Wasser? Ist doch voll.
Kann ich denn schon. Was kostet uns denn hier so eine Pumpe? 44.000. Na, das macht jetzt Spaß. Blub. Wir haben keine 44.000. Mist. Das ist Mist, ist das da. Wir kriegen 635. Gibt es denn irgendwo noch Leute, die jetzt Arbeit brauchen? Da ist Arbeiter. Also besser gesagt Arbeiter. Da. Das ist ja nicht gut. Ich würde ja gerne noch einen Wasserturm bauen, aber selbst dafür habe ich kein Geld. Aber wir können ja mal ein bisschen Schwung in die Sache bringen hier. Da ist ja noch. Nee, das wollen wir doch nicht. Weg. Revolution, ja. Ja, weg. So, dann müssten wir eigentlich alle beseitigt haben. Weil wir mussten ja alles ein bisschen umbauen hier. Wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, was ich meine. So, mal ganz kurz warten, bis wir das Geld haben. Dann machen wir noch ein Wassertürmchen hin. Wie sieht es denn hier mit der Verschmutzung aus? Müsste eigentlich alles noch sauber sein. Na gut, hier fängt es jetzt an. Durch unser schickes Klärwerk hier oder was das auch immer sein soll. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Jo, das interessiert uns alles jetzt erstmal nicht. Hört auf zu meckern mit Busse. Ihr habt Busse. Bus. Was wollt ihr von mich? So, jetzt werden wir hier noch einen weißen Wasserturm hinpflastern. Ja, hier ist ja noch Wasser. So, drei Wassertürme. Alles noch sauber. Gut, dann hätten wir das auch. Haben wir irgendwas zum Abreißen? Nix. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Oh, diesmal richtig rumgedreht. So, gehen wir wieder nach Lucky Place und machen da jetzt erstmal unseren Bahnhof. Ja. So, letztens hatten wir ja Besuch von unserem riesengroßen Riesenmonster hier. Was irgendwo stand es drin, ob es in der Zeitung war jetzt oder in der Beschreibung, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls soll das Godzilla sein, irgendwie so. Hör auf mit Wasser, da kommt es jetzt. So. Ihr könnt mir ja mal so schreiben, was ihr schon so für Erfahrungen mit diesen Monstern, Zombies, was auch immer mit diesen Katastrophen hattet. Wir hatten ja nur schon Aliens, hatten wir schon zu Besuch. Wir hatten schon Zombies zu Besuch. Wir hatten schon. Oh. Und dann dieses Riesenmonster. So. Yippie! Upgrade. Ich werde hier Bildungsabteilung werde ich bauen, da werde ich die Finanzabteilung werde ich noch bauen und die Tourismusabteilung, weil das haben wir schon, das haben wir jetzt schon. Und das zählt ja immer für die ganze Region, habe ich jetzt mal festgestellt. Nicht bloß für die eine Stadt, die wir haben, dass wir hier jetzt das bauen und dann gilt das nur für die Stadt. Nein, das gilt für die ganze Region. Ja. Und da wir ja bei den anderen, da haben wir ja dieses schon, das haben wir schon gebaut hier. Sicherheitstralala, hast du nicht gesehen. Denn das haben wir ja da hinten gebaut, bei unserer Industriestadt. Und Versorgungsabteilung haben wir auch schon gebaut. Also brauchen wir ja bloß noch diese drei hier. Bildungsabteilung, Finanzabteilung und Tourismusabteilung. Und dann können wir alles bauen, was wir wollen. Alles. Ach, hört auf zu streiken, na, ihr Spinner. Ja, unsere Häuser wachsen, 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 wachsen.
Was hast du denn jetzt hier? Ja, das weiß ich doch. Ach so, Bürgermeisterhaus können wir auch noch bauen. Das ist ja gratis. Tick, tick, tick. Da werden wir erstmal unsere Straße hier noch ein bisschen rausziehen. So. Und dann nehmen wir unser Bürgermeisterhaus, damit ich ja irgendwo wohnen kann. Ich habe bloß Angst. Ach, dann setzen wir es halt dahin. So. Ich hatte bloß Angst, dass wenn ich jetzt hier dran baue, dass da der Platz nicht ausreicht, wenn ich das Haus hier oben hinsetze. Und dann habe ich nämlich Arschgatte, dann kann ich nämlich bloß zwei Abteilungen bauen und das reicht mir nicht. Ich will ja drei haben. Entschuldigung. So, wie steht's denn hier mit der Auslastung? Die Auslastung ist voll erreicht. Das ist nicht schön, das ist gar nicht schön. Nein, das ist überhaupt nicht schön. Wir machen erstmal ein bisschen Speed. Dann kriegen die erstmal hier ein Schild hin. Dann kriegen die noch eine Fahnenmast hin. So, und dann kriegen die natürlich auch noch ein paar Klassenzimmer dazu. So, dann hätten wir das aufs Maximum ausgebaut. Dann gibt es auch noch einen Bus dazu. So, dann haben wir drei Busse. Zwei können wir noch. So. Das war das. Das war aus. Was denn nun noch? Bürgermeister, bisher ist die Unterrichtsteilnahme ganz gut. Ich will dennoch nicht, dass einzelne Kinder schwächeln. Ja, schön. Könnten Sie bitte einmal genauer darauf schauen, dass auch wirklich alle den Unterricht besuchen? Echt? Es ist doch deine Aufgabe. Du musst doch wissen, ob alle zum Unterricht kommen. Das ist meine Aufgabe hier. Grundstückspreise, wollen wir denn ja? Können wir da irgendwas gucken? Schule. Ausbildungskarte. Nicht angemeldet, angemeldet. Wie nicht angemeldet? Was heißt denn nicht angemeldet? Verstehe ich jetzt nicht. Was heißt denn das? 15 Kinder sind nicht angemeldet. Also muss ich noch eine Schule bauen oder wie oder was? Für das bisschen hier noch eine zweite Schule? Sag mal, wie viele Leute sind denn das hier? Das sind gerade mal 16.000 Leute. Wie viele Kinder werden die haben? Ist doch nicht wahr. Ich mag nicht. Nee. Schön, also wird sich das noch in die Länge ziehen, bis wir denn hier irgendwann mal, irgendwie mal unseren Bahnhof zusammenkriegen. Das regt mich doch jetzt schon wieder auf. Das ist ja wieder richtig doof. Ja, super, ich kann mir jetzt gerade mal so eine Schule leisten. Habe ich es geschafft? Aber laut der Karte sind ja etliche noch nicht in der Schule, ne? 135 Sims. Wie spät haben wir es denn? 8 Uhr. Fängt das jetzt gerade erst an mit der Schule? Wenn wir noch mal ganz kurz warten. Ganz kurz warten, ganz kurz warten. Und dann werden wir noch mal gucken. Weil es kann doch nicht sein, so ein paar Häuser hier und die reichen, da reicht die Schule nicht für aus. Der Bahnhof war 40.000, ne? Nicht schön, nicht schön, nicht schön, überhaupt nicht schön. Nein, nein, nein. Das gefällt mich jetzt gerade gar nicht. So, die wollen... Ach, Industrie sinkt schon.
Aber die möchten noch Wohngebiete haben und Gewerbegebiete. Da werden wir jetzt wohl mal anfangen müssen, hier oben bauen zu dürfen. Was ist denn mit dem Wasser? Hallo? Ja, mach ich doch. Aber hallo? Ich krieg doch Wasser. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir werden mal gucken hier. Ich setze mir jetzt hier selber einen hin. So, und dann könnt ihr mich mal gerne haben, ey. Ach, jetzt bin ich wieder auf gelb. Normalerweise müsste das jetzt grün sein, weil ich jetzt selber produziere mit. Ach, lasst mich da alle in Ruhe, ey. Vor allem, es läuft doch überall Wasser hin. Was drehen die sich auf, dass kein Wasser kommt? Das ist doch mal kurios, oder? Mann, 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 Mann. Hauptsache, ich jammer erstmal rum. Warum kommt da kein Wasser an? Hallo, pumpt mal ein bisschen doller jetzt hier. Och hier, komm, lass mich einfach in Ruhe. So, ich will das nicht mehr sehen. So, Schule. Ist fast ausgelastet. Okay. Nee, das wollte ich jetzt gar nicht klicken. Ja, dann müssen wir erstmal eine Schule bauen. Das tut mir ja leid. Was ist denn heute los hier? So, Bushaltestellen hat man ja überall. Böp, böp. Ja, gibt's das noch wieder das Schild. Dann gibt's wieder den Fahnenmast. So, fein. Dann gibt's noch einen Bus extra. So, und dann gibt's auch noch Klassenzimmer. Ich bin ja heute so nett. Und hier gibt's auch noch ein Klassenzimmer. Oben drauf. Bim, 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 bim. Es gibt kein Klassenzimmer mehr oben drauf. Ja, ne? Angemeldete Sims. Wer hupt hier? Ich hup gleich zurück. Ding, 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 ding. Ach, wir bauen ja noch einen Bus hin. So, dann reicht das mal. Was hast du? Wenn du jetzt mit Feuerwerk kommst, klatscht das. Feuerwerkschuh. Ich mag die Feuerwehrschuhe nicht. Da gibt es zwar massig Geld für. Ja, ich mache es, weil ich die Kohle brauche. Weil. Was kostet denn noch? 15.000. Na sicher. Na sichi. So, die werden jetzt Feuerwerk machen wieder und dann wird es wieder überall brennen. Und hier ist ein großes Geschoss hingekommen. Freie Wohnungen. Ich sehe noch kein Feuerwerk. Krankenhaus jammert jetzt auch schon rum. Wo war das Krankenhaus? Hier, ne? Ja. Was hast du denn für Probleme? Oh, ausgelastet bis und geht nicht mehr. Ich habe kein Geld mehr. Leute, was ist los?